Wird man eigentlich als Oberwattler geboren oder braucht es da eine spezielle Ausbildung oder Training? Fragt er sich. Das ist Also, natürlich. nein, also der Stand eines Premium-Wapplers muss Das man ist sich. jetzt Oberwattler. Nee, Oberwappler ist ja noch nicht mal, das ist ja drunter. Kommt der Pri Der der ist. Premium-Wappler ist das Allergrößte. Ach so. Der Premium Und was Oberwappler. ist ein Königswappler? Sag was. Herzlich willkommen zu Wein am Limit, zu mehr Spaß im Glas, liebe Wallinauten, zu mehr Spaß im Glas, zur 500. Sendung. Oh, ist ja geil. Hey, das ist ja mega. Krass, Party. Das sind schon wieder Im Karneval. Wir machen die Schweinerei Partykeller. hier weg, ihr Das ist Schweine. der Jo, Partybock. Hast du hey. noch einen Sack? Oh Mann. Hey. Boah. Yo. Ja. Lass die Korken knallen, würde ich sagen. Ja, 500 Sendungen. Erstmal angefangen haben wir im Januar 2012. Leider gibt es ja die ersten 120, 140 Sendungen nicht mehr, ne, Sebastian? Da ist ja irgendwann mal was passiert bei so einem Serverumzug. Wieso gibt es die nicht mehr? Die gibt es doch bestimmt noch irgendwo im Netz. Nee. Ich dachte, das Netz vergisst nicht. Ja, falls jemand noch eine hat, her damit. Ja. Genau, gibt es einen Sammler? Ah, dieses Ding hat hier. Jemand 140 erste Wein am Limit Folgen? So, wie sich das gehört, gibt es natürlich heute Champagner. Wobei man soll ja, beim Champagner läuft es ja so: Im Sieg verdient man ihn, in der Niederlage braucht man ihn. Und heute trinken wir ihn zum Abschied. Zum Abschied von euch, liebe Wallinauten, liebe Zuschauer, liebe Freunde. Und das ist schon ein bewegender Moment Wie für mich. Zum Auch wenn ich Abschied. jetzt, naja, doch, es ist der Abschied. Es ist der Abschied von diesem Format. Es ist der Abschied von Wein am Limit, was wir mit dieser Reise 2012 gestartet sind. Es hat sich unglaublich viel getan in dieser Zeit. Es hat sich unglaublich viel verändert. Ich sag mal, der ganze Markt um uns herum, das, was wir damals, glaube ich, so noch als Solitär angefangen haben, ist heute schon in vielen Bereichen normal. Ich wünschte vielleicht der ein oder andere, wobei egal. Hätte ein bisschen mehr Trotzdem gehört. Trotzdem muss man ja sagen, dass das ein Meilenstein ist. 500 Sendungen Wein am Limit in der deutschen Weinwelt, das ist schon im Videobereich, das ist schon ein Meilenstein, muss man sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob es jeder so sieht, aber für ich uns. Ich sehe das so. Ja, auch, aber ne? für uns, ja, aber für uns und ich glaube, viel wichtiger als diese, ich sag mal, deutsche Weinwelt waren eigentlich wirklich unsere Zuschauer oder sind unsere Zuschauer Menschen, die uns getragen haben, die mit uns gemeinsam auch gegangen sind durch Höhen, durch Tiefen. Sebastian, wir hatten alles dabei. Ja, auch der musste viel erleben, er musste durch leidensfähig Tiefen, sein. Und ich finde irgendwie, es ist kein melancholischer Abschied, aber es ist trotzdem einer, der mich traurig stimmt. Und wenn ich nicht wüsste, dass wir wieder einen neuen Anfang haben oder dass es irgendwie hinterm Horizont geht's weiter, dann wäre das schon noch trauriger. Also von daher. Wie geht's denn weiter? Es geht weiter, es wird härter, es wird schneller, es wird contentlastiger. Es verliert ein bisschen vielleicht das, was dieses Format auch ausgezeichnet hatte, dieses, sag ich mal, teilweise sehr epische, lange. Aber, und das lerne ich auch, du freust dich wahrscheinlich, nein, aber der ein oder andere hat ja, wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Gestern noch ein Clubhouse gemacht, wo man auch sehr direkt, sehr interaktiv mitarbeiten kann, wenn ich dran denke, unsere Online-Verkostung. Wir haben früher angefangen bei Ustream und, wo man immer Schiss haben musste, dass die ganze Leitung zusammenbricht und dann alle 100 Zuschauer gleich morgen bei Wein am Limit vor der Haustür stehen und sagen, ich will mein Geld zurück und solche Sachen. Da haben wir heute natürlich mit Zoom und wie sie alle heißen, WebEx und so, gibt es so viele Formate, wo man einfach diese Kommunikation weiter aufrechterhalten kann. Aber, es ist ja auch interessant, wir werden ja auch so sogar ein bisschen kopiert. Irgendwie macht mich das stolz. Auf der anderen Seite, es zeigt auch, wie ideenlos viele andere sind. Also man macht doch etwas aus sich ja selbst heraus. Und das war auch immer ein bisschen, sage ich mal, das stand für uns so. Und jetzt in dem Fall als Urgründer sozusagen stand immer im Vordergrund, etwas zu machen, wo ich selber ganz frei agieren kann, wo ich nicht gescriptet bin, nicht vor allen Dingen durchgetextet bin, sondern das machen kann, worauf ich Bock habe. Und es hat mich gefreut, dass ihr so viel eurer Zeit auch uns geschenkt habt. Jeden Sonntag eine halbe Stunde bis Stunde für Wein am Limit. Das ist wirklich, das ist enorm. Das ist ich. Wirklich enorm. Ja. Und am Anfang waren es ja sogar teilweise zwei Videos die Woche noch. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, ich mich aber sehr gut. Und es war schon, naja, es war, es hätten vielleicht noch mehr sein können. Wir haben irgendwann gesagt, zwei Videos die Woche sind einfach zu viel. Es ist too much.
In einer Zeit, in der es im Internet immer lauter dröhnt und immer schneller wird und auch, ja, ich glaube, so, wir sind so geblieben, wie wir sind. Und das ist vielleicht in gewisser Weise ein Nachteil. Wir sind dadurch nicht viel, viel größer geworden, aber wir sind da geblieben, wo wir eigentlich hingehören, bei euch. Und wir haben immer diese Kommunikation eigentlich aufrechterhalten. Und das ist eben das, wo ich sage, man muss nicht schielen immer nach großen Aufrufzahlen oder nach Superlativen. Es geht hier um Kommunikation 1:1 auf Augenhöhe mit unseren Zuschauern, mit euch. Und eben, wir sind ein tolles Team mittlerweile geworden hier. Wir sind ganz klein angefangen, ein echter Start-up. Und wir sind gewachsen zu einem Punkt, wo ich sage, wow, wir sind unter den Kleinen einer der Größeren. Unter den Großen sind wir ganz sicher einer der Kleinen. Es ist auch nie der Anspruch, irgendwie mit den Weinen, die wir haben, können wir diesen Weinmarkt gar nicht so weit erobern. Sicherlich noch ein bisschen mehr Musik drin für uns. Wir haben auch weiterhin natürlich, aber das, sag mal so, es ist als Motivation jetzt nicht irgendwie, man will kein Multimilliarden- oder Multimillionen-Dollar- oder Euro-Unternehmen werden, sondern eigentlich, was viel wichtiger ist, ist, dass man, ich finde, immer den Kunden im Auge behalten muss und immer diese Kommunikation. Und das eigentlich nur, solange man das auch noch leisten kann, dann ist man glaubwürdig und authentisch. Und das unterscheidet, glaube ich, uns von vielen anderen Formaten, die es gibt. Es muss Spaß machen. Wir haben immer gesagt, das muss Spaß machen, das muss uns Spaß machen, das muss dem Team Spaß machen, die Weine müssen uns schmecken. Nichts wäre schlimmer, als hier zu sitzen und irgendeine Brühe, die wir günstig geschossen haben, palettenweise an den Mann zu bringen. Das wäre richtig traurig. Ach komm, Janka, willst du auch schon mal ganz gerne? Nein. Ja, ich weiß, du bist sehr hart, was das angeht. Nee. Ja. Ich würde sagen, wir stoßen mal an. Ja, ich habe schon richtig Durst. Es ist schon kurz vor 12. Okay. Cheers. Sehr zum Wohl. Bleibt gesund. Keine Gläser, sag mal. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Also wie gesagt, im Sieg verdient man ihn, in der Niederlage braucht man ihn. Ja. Super. Gratulation nochmal. Hast du super gemacht. Naja, hat nicht nur ich super gemacht. Hat immer das ganze Team. Und das ist jetzt immer das Team wird ja immer gern beschworen. Ja. Es ist aber so, wenn man so eine extra Runde gehen will, dann braucht man Leute, auf die man vertrauen kann. Du hast es aber geschafft, tatsächlich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Mach ich auch dauernd. Ich dachte mal, das muss ich mal so ein bisschen. Nee, wir haben ja die Valinauten gefragt, was wollt ihr Hendrik mal in der 500. Folge alles fragen? Was brennt euch auf der Seele? Was wurde in 500 Folgen noch nicht besprochen? Also wir übergeben eigentlich das Zepter heute den Valinauten. Dass die dich mal fragen, nicht du. Und ich werde stellvertretend für die Valinauten jetzt hier natürlich die Fragen stellen. Und ich hätte jetzt mal los. Direkt eine Frage. Das Lustige ist ja immer, Kampagne, das finden wir immer ganz süß, da lachen wir immer ganz herzlich im Büro, weil es gibt so Menschen, die sind so fokussiert auf dich, die gucken die Sendung, die sind so dicht bei dir. Hier gibt es nämlich eine Frage, die denken auch wirklich, du machst alles. Und wir fragen uns, wie schaffst du das? Du schreibst die E-Mails, du drehst die Sendung, du packst die Pakete. Ja. Und dann hier die Frage von Leon S. Wie schaffst du es eigentlich zeitlich, den ganzen Stress im Alltag immer noch meine privaten Weinfragen per WhatsApp zu beantworten? Und vielen Dank dafür. Wie schaffst du das? Ja, da kannst du bei Bianca fragen, die mich immer sagt, jetzt leg das scheiß Handy mal aus der Hand. Ich kann die Frage sehr gut beantworten. Handy ist festgetackert an seiner Hand und nimmt das Handy wirklich überall mit hin. Das ist unfassbar. Das bedeutet auch, er braucht für alles viel länger. Das manchmal mit der Zahnbürste steht er da so stundenlang und tippt mit einer Hand. Super, vielen Dank. Dankeschön für Sie in die Pfanne hauen. Das war eine Frage. Wie schaffst du das? Du bist da ja sehr aktiv, ne? Ja, lieber Leon, erstmal danke für deine Frage. Nein, man schafft das. Ich glaube, wir müssen viel mehr, wenn gerade das Weingeschäft lebt von Persönlichkeit und von persönlichem Austausch. Und Geschmack ist sicherlich etwas sehr Persönliches. Und ich habe für mich entschieden, dass diese Tools oder Applikationen wie Facebook und Instagram und LinkedIn und wie sie alle heißen, sie für die Kundenkommunikation zu nutzen. Weil ich glaube, für die Kunden ist auch wichtig zu sehen, dass da eine Person ist, die das macht, die dann auch eingeht auf das und mich auch ernst nimmt. Ich glaube, das ist echt unterschätzt worden und das wird auch weiterhin noch unterschätzt in vielen Betrieben. Am Ende entscheidet der Kunde über das Wohlbefinden eines Unternehmens. Und die Arroganz, die manche Unternehmen noch an den Tag legen,
Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Also wir sehen das anders oder ich sehe das anders. Deswegen ist für mich wichtig, bei den Kunden zu bleiben. Und ich mache jeden Tag, ich sehe ja immer wieder meine Abrechnung sozusagen, meine Stundenabrechnung wöchentlich, wie viel Zeit ich aufgewendet habe. Ich finde, es gehört in meinen täglichen Loop dazu, genau eben diese Kundenwünsche darauf zu reagieren. Wie man das in einem Weingeschäft macht, was eigentlich um Ecke ist, machen wir das auch. Wir machen es aber eben nur im Internet. Und wir machen es zeitversetzt und wir machen es mal um 12, wir machen es morgens um 7. Egal wie, wenn sich ein Fenster auftut, dann mache ich das. Und das ist wichtig. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Seiten, auf denen ich keine Antwort bekomme. Es gibt nichts Schlimmeres, in irgendwelchen Telefon-Pipelines zu hängen, wo mich eine Computerstimme begrüßt. Am Ende, für mich ist die Technologie Mittel zum Zweck und ich möchte nicht unter ihr leiden. Und deswegen schreibt weiterhin und ich werde auch weiterhin das meiste davon beantworten. Sehr schön. Alex dann, muss auch manchmal ran. Ja, es machen aber wirklich nur manchmal. Nein, es machen alle mit. Es macht auch Sabine mit, ja, es macht auch die Desiree mit. Gut, dann in den sozialen Netzwerken dann. Ja. Genau. Ja, auch, genau. Aber im sozialen Netz bist du eigentlich so mit der Aktivste, kann man sagen. Aber Alex ist auch eigentlich schon, geht schon in die Richtung. Auch schon krank. Ja, also genau, bei euch steht immer unten noch so drunter, bitte kontaktieren Sie einen Therapeuten. Sie sind zu lange auf dem Handy. So genau. In der Art. So, nächste Frage, finde ich sehr gut. Die Frage von Simon L. Mhm. Der fragt sich, wie entscheidend ist die Sympathie des Winzers, damit sein Wein bei Wein am Limit ins Glas kommt? Mhm. Also ich habe das mal irgendwo mal kommuniziert oder gesagt, wobei das ist ja nicht, was nicht ich allein entscheide, es entscheidet auch Bianca. Und mittlerweile auch sehen wir auch immer zu, dass wir unsere Leute alle mit ein sozusagen reinholen, weil am Ende müssen es alle dafür stehen und das auch gut finden. Aber ich habe mal irgendwo gesagt, ich verkaufe keinen Wein von Arschlöchern. Das ist vielleicht krass, ob der Spruch von mir kommt, weiß ich nicht, aber ich sehe es auf alle Fälle so. Ich finde, das ist wichtig in einer Geschäftswelt, dass man darüber hinausgeht, dass es nicht nur ein sprödes Durchhandeln ist von irgendwas, sondern am Ende verkauft man auch positive Vibes und positive Energie. Ganz wichtig finde ich das. Und ich möchte auch, ich bin schon so lange im Geschäft, man kommt irgendwann an den Punkt, wo man eigentlich nicht mehr so viel Lust darauf hat, Dinge zu machen, die man nicht mag und Menschen irgendwie zu propagieren, mit denen man sonst nichts zu tun hat. Das ist nämlich der zweite Teil der Frage, ob es so unsympathische Winzer gibt, dass keine Lust haben. Ja, was heißt unsympathisch? Manchmal gibt es einfach auch Menschen, mit denen es nicht so gut passt und deren Philosophie sich mit der eigenen vielleicht nicht deckungsgleich bewegt. Aber deswegen sind das keine Arschgeigen, aber trotzdem, nein, keine Zeit. Nee, das ist, also wenn es nicht stimmt, das ist ja eine Partnerschaft. Absolut. Ne? Also wenn wir mit Weingütern zusammenarbeiten, dann ist es wie eine Partnerschaft. Wir wollen, wir sind an einer langfristigen Bindung interessiert, ja. Und man muss im Gespräch sein, man muss sich austauschen. Und wenn du dann keine Lust hast, mit dem anderen Menschen zu sprechen, dann macht das keinen Sinn. Was nicht heißt, dass es manchmal kracht, was nicht heißt, dass manche Menschen sich auch verändern. Aber generell. Streiten uns ja auch manchmal. Was? die nächste Frage würde ich sagen von Kevin G. möchte gerne wissen, was dein prägendstes Weinerlebnis während deiner Zeit in der USA war. Boah, da waren viele, ganz, ganz viele. Warst du denn schon weingeprägt, als du in die USA gegangen bist? Ja, ja. Du hast ja auch als Koch gearbeitet. Genau, ich hatte mich schon sehr, sehr dafür interessiert. Ich glaube, das kriege ich so nicht auf die Kette zu sagen, was das prägendste davon war. Ich glaube, was eigentlich das Interessante. Ja, man vergisst ja auch viel. Nee, es geht nicht ums Vergessen. Es geht eigentlich, dass das Gesamtkonzept mich so geprägt hat, dass es eine Vielzahl an kleinen Mosaikteilchen war. Das Interesse war da und die Freude war da, aber das jetzt an einer Sache aufzuhängen, da tue ich mich schwer. Also mit anderen Worten, ich sage, was mir persönlich in den USA gut gefallen ist, Offenheit, den Willen zu Exzellenz, also wirklich das Beste zu erreichen. Ich durfte das in einer Zeit erleben, wo ich fand, das auch noch sehr charmant war, gerade im Napa Valley. Das hat sich ja das Gesamtbild ein bisschen verändert, glaube ich. So nach meinen letzten Besuchen auch konnte ich sehen, es hat sich sehr stärker verkommerzialisiert. Ich bin gerne immer bei denen dabei, die so Entrepreneure sind. Und
so viele tolle Leute. Sicherlich prägend irgendwie den alten Herrn Wagner noch von Camus irgendwie mal mit dem irgendwie an der Theke gestanden zu haben und der mir einfach ein Glas Wein eingeschenkt hat und mich völlig normal behandelt hat, obwohl er wusste, dass ich wahrscheinlich mir gar keine Flasche leisten kann. Robert Mondavi sicherlich, der immer von dieser Großzügigkeit und mit Menschen zu tun hatte, die nichts von mir erwartet haben. Und das ist auch, glaube ich, ganz entscheidend. Hab nicht zu viel Erwartung an die anderen. Sieh zu, was du selber leisten kannst. Und die Leute sind so unbefangen auf einen zugegangen. Das finde ich gut. Das finde ich wichtig. Das ist nicht dieses, was machen sie denn? Sie können 10 Paletten Wein für mich verkaufen. Nee, die haben in positive Energie investiert und es ist ja auch zurückgekommen in meinem Fall. Einiges davon. Ja, super. Dann die nächste Frage. Finde ich auch sehr spannend. Wir haben das ja auch schon diskutiert so ein bisschen. Mhm. Wo würdest du dir ein Weingut kaufen? Und wie sollte sein eigener Wein schmecken sein? Schmecken ja. oder sein? Ja. Was stellst du dir vor, wenn du Wein machen wollen würdest? Ich würde ganz ehrlich, ich würde mir kein Weingut kaufen wollen, weil ich zu viel gesehen habe. Gar nicht, weil ich Angst habe irgendwie, dass das jetzt finanziell nichts wird und vor der Arbeit oder sonst was. Aber ich wüsste, wenn ich es jetzt noch anfangen würde oder wir beide das anfangen würden, es dauert so lange, bis man die Früchte, die wirklichen Früchte seiner Arbeit sieht. Und ich hätte ein bisschen Angst davon, das nicht mehr erleben zu können. Ich hätte aber Lust auf einen Gemüsegarten. Und zwar, oder einen schönen Obstgarten. Und da sind wir ja gerade dabei. Das ist nicht unbedingt einfacher. Nee, aber es ist anders. Und ich habe mich auch nie gesehen als Winzer oder so. Ich finde, da muss jeder Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich sehe mich eher als Kommunikator. Ich sehe mich eher als jemand, der Wein sehr, sehr gerne trinkt. Und ich glaube, ich bringe auch gar nicht das nötige Talent mit. Deswegen kam das auch nie für mich in Frage. Ich habe ja 2 Ernten mitgemacht. Ich glaube, ich kann hart arbeiten. Ich kann auch körperlich anfassen. Aber es gehört eben doch viel mehr dazu. Aber es machen ja doch viele Sommeliers auch ihren eigenen Wein oder in Kooperation mit einem Kellermeister oder so. Und man kann sich ja Hilfe holen für das. Es gibt ja ganz viele, die kaufen sich ein Weingut, die haben eine Vision, wie soll der Wein sein. Und man kann. So. Ja, man muss aber nicht. Du willst nicht, du willst einfach nicht. Nee, der Vorteil beim Obstgarten ist, dass du die Früchte sofort siehst. Genau, ja oder relativ früh. Ja. Na, mich begeistern wirklich Früchte, Obst, Gemüse, Kräuter begeistern mich eigentlich am meisten. Ich finde den Geruch einfach schön. Ich finde total frische Kräuter irgendwie. Spielen ja häufig nur einen kleinen Teil in der Küche, aber sie sind das Zünglein an der Waage. Und irgendwie vor so einem Strauch Rosmarin zu stehen und zu sehen, wie der gewachsen ist oder und wie das schön duftet und so, das ist einfach toll. Lebensqualität. Dein verrücktestes Erlebnis bei Wein am Limit, das ist total schwer, glaube ich. Aber wenn man das jetzt mal bezieht auf die Folgen, die gedreht wurden, was war die verrückteste Wein am Limit-Folge? Also ich habe einen Favorite, ich kann es sagen. Ich weiß schon, wen. Ja, ja ich glaube, wobei da waren viele, viele, viele Sachen dabei. Sicherlich nochmal sehr interessant, die Folge mit Jochen Gauss. Es ist auch die einzige Folge, an der wir wirklich richtig stark schneiden mussten. War sehr interessant, weil wir ihm gesagt haben, alles, was du da gesagt hast, das kann man nicht senden. Das gibt einen riesen Shitstorm. Das ist auch wirklich, das Material ist konfisziert. Seine Frau darf das auch nie sehen. Die darf auch nie dieses Video sehen. Und, aber es waren auch noch seine Mitarbeiter auch nicht. Aber ich muss sagen, der Jochen hat es geschafft und ich war auch sprachlos. Ich fand es super. Der hat hier so wie in Karnevalszeiten einfach mal kurz das Schiff Wein am Limit gekapert. Und die war so hilarious, die Folge. Ich dachte, oh Gott, was ist das denn? Ich habe unter dem Tisch gelegen. Ja. Also für mich wär das die krasseste Folge, die je gedreht wurde. Du warst auch komplett sprachlos. Also du hast da so daneben gesessen und hast immer versucht, nochmal irgendwo Boden zu gewinnen. Aber Jochen hat übernommen. War auch gut so, fand ich irgendwie. Also seinen Weingeschmack teile ich nicht, aber jeder muss so glücklich werden, wie er will. Ja, wobei, wir hatten auch andere lustige Sachen, viele Sachen, die ja so spontan entstanden sind. Eine meiner Lieblingsfolgen ist, da waren wir in New York im Hotelzimmer, haben wir ein Chardonnay verkostet. Ja, das war auch cool. Irgendwie noch total hands-on, einfach eine Kamera dahingestellt und dann da halbnackig da vor der Kamera. Das wussten ja alle nicht, hatte unten nichts drunter. Stimmt, war das? War, glaube ich, ja, egal. So, also solche Sachen eben. Die Abwechslung war geil. Gab es ja viel mehr Außendrehs. Also wir waren ja mit der Kamera überall. Wir waren zum Beispiel auch einmal,
Also es war immer aufwendig. Wir haben dann immer die Kamera mitgeschleppt und dies und das und Licht. Und wir waren auch einmal bei hier Günther Jauch. Was sind eigentlich so die berühmtesten Leute gewesen, mit denen wir eine Folge gemacht haben? Also Günther Jauch war einer davon. Sicherlich, ne? Günther Jauch. Ansonsten habe ich mich irgendwann, ich hatte ja vorher schon eine Kooperation im TV, nur da hatten wir sehr viele berühmte Leute vor der Kamera. Das war sie noch die Folge Gérard Depardieu. Mit Scooter, die Folge. Scooter, halt. Gérard Depardieu, bla bla bla, alles Mögliche. Mit Gérard Depardieu war es geil, schon nach dem Dreh, sich richtig fett besoffen im Hafenclub Hamburg. Werde ich nie vergessen. Und Gérard, der so als Franzose die Deutschen noch so ein bisschen argwöhnisch empfand, weil das alles so hier so, ja, so ein bisschen kräftiger und deftiger ist, fand er aber richtig geil. Und dann haben wir uns tierisch einen da reingelötet, waren völlig besoffen, das war sehr lustig. Ja, das glaube ich. Also ich habe immer noch heute seine Handynummer, ich könnte ihn jetzt anrufen, wenn er sie noch hat. Der ist jetzt ja in Russland. Ist abgetaucht. Steuerflüchtling. Putin lässt grüßen. Dann jetzt die nächste Frage von Champagner Jens. Ist wirklich sehr geil. Vielleicht was ist das immer, überhaupt? Das ist so ein bisschen Henri Giraud. Du wusstest, was es ist. Was ist denn das überhaupt? Das ist MV15, Multivintage 15. Ich wollte es nur sagen, Leute, ganz großer Champagner. Und wir haben das Haus deswegen, weil ich finde, so unsere Philosophien ähnlich sind. Henri Giraud ist natürlich viel älter, viel berühmter eigentlich noch. Aber er ist in der Champagne eines der kleineren Häuser mit eben einer sehr präzisen Philosophie. Und unter den kleineren auch wieder ein bisschen bei den größeren, aber eben auch alles sehr, sehr persönlich. Und das macht es eigentlich auch aus. Und auch frech, die sind richtig frech. Mhm. Sebastian und ja, die haben auch keine Angst mal das Wort Coca-Cola-Champagner zu sagen. Die bashen die anderen nicht, um besser selbst dazustehen, sondern sie sagen eigentlich so, wie sie sich fühlen insgesamt. Sie machen aus ihrem, sagt man, aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Das gefällt mir. Ja, gefällt uns richtig gut, ne? Aber ja. Boah, das ist schon oberstes Regal. Ich wollte dir jetzt die nächste Frage anheimstellen. Und zwar eine Frage von Jens J. Was geht dir im Weingeschäft? Jens J. Da kannst du, jetzt kannst du wieder richtig raushauen, das machst du ja auch mal gerne. Was geht dir am meisten auf den Geist? Der Ego. Der Ego von wem? Nein, von unserem Weingeschäft. Dieses. Das, was man mir auch unterstellt, genau das. Ego ja. in Bezug auf was? Kann ich es gerade mal zu Ende bringen? Ja, wir sind doch hier nicht bei der Polizei. Erklär es mir. Ich erkläre es dir. Das Ego und die Eingebildetheit, die Affektiertheit, diesen Status, ich trinke guten Wein, ich bin besser als du und dieses am Wein irgendwelche Sachen, nur weil man tollere Weine getrunken hat, sich über den des anderen stellen zu müssen. Das gefällt mir in meinem Umfeld nicht so gut. Wir haben es ja häufig auch bei Wein am Limit erlebt. Es gab Menschen, die haben sich eingelassen auf uns, mit denen haben wir tolle Konversationen gehabt. Die haben sich aber auch, und das war das Wichtigste, auch auf die Zuschauer eingestellt und nicht auf das, was sie nur auf ihrer Agenda durchbringen wollten. Du meinst jetzt die Gäste bei Wein am Limit, die wir hatten? Aber wenn du das die Frage mal so verstehst, dass man sagt, im Bereich, im B2B-Bereich, also im Weingeschäft, wenn was stört dich da? Oder was geht hier auf den Keks? Im B2B-Bereich stört mich die Unverbindlichkeit. Ich finde eigentlich, man kann viel straighter sein, man muss eine klare Idee haben und man muss nicht seine Ideenlosigkeit hinter einer Maske verstecken, sondern man muss sehr gerade sein und man sollte nicht so rumeiern. Dafür ist die Zeit des anderen zu knapp. Man sollte nicht mit der Zeit des anderen spielen. Ja, okay. Ja, verstanden? Ich hab's verstanden. Ich könnte noch was dazu sagen, aber es ist ja jetzt nicht meine Fragestunde. Es ist deine Fragestunde. Die Frage geht noch weiter. Warte. Der ärgert sich gerade richtig über meine Antwort. Nee, gar nicht. Also abgesehen vom Trend zum Onlinehandel, was hat sich für dich inhaltlich, thematisch in den letzten 10 Jahren in der Branche am grundlegendsten verändert? Das ist auch noch der zweite Teil der Frage von Jens. Ja, es ist, also wir haben ja, ich sag mal, so ein Großteil der Bevölkerung oder Großteil der Menschheit neigt dazu, immer sich selbst zu beklagen. Und ich habe manchmal auch ein bisschen diese Tendenz bei mir. Gar nicht. Und dann trotzdem eigentlich zu sehen, wow, es verändert sich doch sehr, sehr viel. Und ich finde auch vieles Positive. Wenn ich überlege, mit welchen Weingütern wir zum Beispiel arbeiten, ob sie aus dem Swartland kommen, ob es Naturweine sind, ob es portugiesische Weine sind, ob es spannende deutsche Produzenten sind. Die Weinwelt ist
offener geworden. Sie langsam aber sicher verlassen auch viele jetzt diesen Kokon der Sicherheit und der Komfortzone, gehen raus, trauen sich was. Man muss immer aufpassen, dass es nicht zu Lasten des Kunden oder des Verbrauchers geht. Am Ende, dass keine Selbstversuche sozusagen gemacht werden, damit der Kunde das am Ende kauft. Also siehe zum Beispiel schlecht gemachte Naturweine. Also ich will damit sagen, die Weinwelt ist vielfältiger geworden. Die Sensibilität nimmt stark zu. Der Onlinehandel ist lange nicht mehr so, dass es nur noch statisch zugeht. Mit anderen Worten, dass es nur noch um den Preis geht, um Streichpreise und wer kann billiger. Viele Kunden wollen heute auch mehr. Sie wollen gute Geschichten haben. Sie begreifen, dass das Netz eben auch keine Einweg- oder Einbahnstraße ist, sondern dass es durchaus Kundenkommunikation zulässt. Und die Vielfalt hat zugenommen und der Mut hat zugenommen. Und was mir persönlich auch am Herzen liegt, ist die Weinbereitung. Ist wieder dabei, mehr Richtung Tradition, Richtung Handwerk zu steuern, zumindest beim kleinen Teil, aber mit denen wir es zu tun haben. Mhm. Ja, ich glaube auch, das ist ganz wesentlich, was du gerade gesagt hast, dass man das Internet früher häufig dafür genutzt hat, tatsächlich den Preisvergleich zu machen und dass viele Inhalte jetzt mittlerweile content-driven sind, dass wir einfach uns etablieren können über guten Content. Das, glaube ich, kann man wirklich hervorheben, wenn man da so ein bisschen so. Ja, und auch, ich finde, die Namenlosigkeit. Ich glaube, man kauft doch, auch der eine oder andere kauft gerne bei Personen oder bei, deswegen haben wahrscheinlich auch so viele, die immer denken, die kaufen den Wein nur bei mir. Ihr kauft ihn natürlich bei Wein am Limmel. Wie schaffst du das nur? Wie schaffst du das nur? Weiß ich auch nicht. Hast du das denn ich stehe morgens um 5 Uhr auf und gehe um 4 Uhr nachts ins Bett. Ja. Nein, aber na klar, die Wahrheit ist natürlich schon, dass man wenn man hart arbeitet und für eine Sache brennt, ist man mehr bereit, in die Waagschale da reinzuwerfen. Aber viel wichtiger ist, einige spielen ja schon mit, auch im Internet, ich beobachte das gerade so, mit ihrer Persönlichkeit, sind dann aber für ihre Kunden überhaupt nicht ansprechbar. Und das ist, glaube ich, der Unterschied bei uns. Wir sind wirklich für euch da. Nicht nur ich oder nicht nur Bianca und ich. Sondern eben auch ein gesamtes Team. Und ich freue mich auch immer wieder über die tollen Kommentare, die wir bekommen bei Google oder eben bei, wie heißen sie hier? Trusted Shop und so. Und da merke ich auch, dass die Anerkennung für die Gesamtleistung, dass die verstanden wird und noch steigt. Ja, genau. Da freuen wir uns. Das ist auch wirklich vielen Dank dafür. Wir freuen uns immer über Feedback, also egal in welche Richtung. Und alle freuen sich darüber, weil das ist so ein bisschen... Anerkennung ist das Schönste. Genau, das braucht man. Und da du ja nicht viel lobst, müssen wir uns das bei den Valinauten holen. Bianca. Oder? Also, was sagt ihr? War super. Wir gibt gleich einen richtigen Ehekrach. Nächste Frage. Ich viel lobe. Der Andreas fragt, und das ist wirklich auch eine Frage. Die du schon immer stellen wolltest? So. Wird man eigentlich als Oberwattler geboren oder braucht es da eine spezielle Ausbildung oder Training, fragt er sich. Das also, ist natürlich nein, also der Stand eines Premium-Wapplers muss das man sich... Das ist jetzt Oberwappler. Nee, Oberwappler ist ja noch nicht mal, das ist ja drunter. Kommt der der Premium-Wappler ist das Allergrößte. Ach so. Der Oberwappler... Und was ist ein Königswappler? Der ist unterm Kaiserwappler und der Kaiserwappler ist unterm Premium-Wappler. Was ist überhaupt ein Wappler? Ich glaube nicht, dass das jeder weiß. Das kann man ja mal googeln. Der Wappler ist eigentlich ein Typ, der meint, zu allem eine Meinung haben zu müssen und dann trotzdem keine Ahnung hat. Und ich finde so ein bisschen, man sieht das ja an den Debatten, die man teilweise da auf Facebook verfolgt, dass wir alle irgendwie ein bisschen Wappler sind. Also jeder meint da immer irgendwie was kommentieren zu müssen und hat auch zu irgendwelchen Verschwörungstheorien eine Meinung. Und beim Wein ist es ja auch ein bisschen so, jeder hat ein bisschen Ahnung, naja, und viele eben nicht. Und ich finde dann sich einzugestehen, dass man dann bei vielen Dingen dann eben nichts weiß, außer man weiß nichts, das ist ein Wappler. Ja, also wenn man dann noch so auf dicke Hose macht, meinst du? Also wenn man nichts weiß und dann auf dicke Hose. So, das ist, was man in Hamburg sagt, man auf dicke Hose. Andreas möchte außerdem noch wissen, wie es deinem Zwillingsbruder Manni geht. Habt ihr Kontakt? Wie fühlt sich das an mit Manni als Bruder? Naja, das ist ja nicht mein Bruder. Ist, nicht? Sag mal, nee, der ist jetzt gerade mit dem Jupp vom Goldstrand unterwegs. Oha. Bitte nicht googeln. Und der Manni, super, jetzt gucken natürlich, bitte nicht googeln. Liebe Kinder, bitte nicht googeln. Und ich wünsche euch viel Spaß im Internet bei diesen Folgen. Nein, Manni ist natürlich eine sehr interessante Person. Er ist hier nicht so richtig beliebt bei Wein am Limit, kann ich sagen. Er geht den einzelnen... Der nervt. So, geht den Leuten schon ziemlich auf die. Ja, aber jetzt habe ich immer noch nicht verstanden, seid ihr verwandt?
Gar nicht. Nicht mal entfernt. Nein, das ist aber der sieht ja verdammt ähnlich. Ja, es ist ein Kunde von uns. Was? Montrachimani ist Kunde. Ja, sicher. Der hat schon mehrfach bestellt. Ja. Nächste Frage, die kommt von Robert F. Finde ich auch sehr witzig, finde ich auch sehr lustig, weil ich hatte schon eine offizielle Anfrage von einem Weinmagazin, ob das der Wahrheit entspricht. Auf Social Media wurde das häufig diskutiert. Die Frage ist, wann kommt die Weinbar endlich im Saarland für Biertrinker, die nur Grauburgunder trinken? Und war das wirklich mal geplant? Ja, leider hat uns ja Covid einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und von daher stand alles schon. Und weil auch anscheinend es nicht mehr genug Schwarzgeld gibt in Deutschland zurzeit, mussten wir leider uns von dem Projekt verabschieden. Sehr traurig, ja, sehr traurig. Zu dem Plan kam es eigentlich, als ich in einer großen deutschen Weingruppe von einem Post sah und wo ich gedacht habe, wow, das Internet kriegt jetzt wirklich, jetzt wird es langsam. Ich weiß, welche das war, soll ich sagen? Nein, egal. Aber ich habe gedacht, es wird langsam wirklich richtig verrückt und es wird immer bescheuerter. Und das war so ein bisschen für mich der Aufhänger mal, einfach mal in meiner Gruppe zu fragen, wer denn vielleicht eine Weinbar im Saarland eröffnen will, wobei man selbst ja nur Biertrinker ist. Und wenn man dann wirklich 200 ernst gemeinte Kommentare dann darunter liest, da hat man sich dann gefragt, sag mal Leute, habt ihr sie noch alle? Aber natürlich, jedem Tierchen sein Pläsierchen, aber so, das war so ein bisschen unser Ding. Da haben wir dann so ein bisschen gedacht, naja, dann machen wir jetzt mal eine. Also nach wie vor finde ich eigentlich in der Provinz oder in, ich sag mal, eher leeren Räumen, müsste man ja, also bevölkerungsleeren Räumen, würde es ja vielleicht mal das ein oder andere tolle Projekt geben. Super. Also falls du noch Schwarzgeld hast, bitte. Super Idee. Es war aber wirklich so, dass mich zwei oder drei Journalisten kurz danach angeschrieben haben und darüber berichten. Und angerufen war. Und auch angerufen und gerne darüber berichten wollten. Ja, genau. Wann denn die Weinbar im Saarland kommt. Also es war schon aber geil. Aber die Frage ist, am Telefon war schon wirklich so ein bisschen vorsichtig, aber so nicht ganz sicher sein, ob man sich jetzt gerade selber verarscht oder nicht. Also sehr lustig. Ich finde es super. Aber das ist das Schöne, ich mag Gerüchte. Ja. Ja. Wir haben ja auch schon so ein paar Gerüchte in die Welt gesetzt. Ja. Das verraten wir nicht, vielleicht hört ihr sie irgendwann. Dann gibt es hier eine Frage, die finde ich sehr, sehr schwer zu beantworten. Die ist auch von Robert F. Ich würde sie gerne modifizieren. Robert will nämlich wissen, wie viele Weine werden pro Jahr probiert oder konsumiert? Lieber Robert, ich glaube, wir sind froh, wenn wir das wissen nach einer Woche. Vielleicht können wir mal sagen, wie viel probierst du so am Tag? Ich habe früher viel, viel mehr probiert. Heute probiere ich vielleicht so im Schnitt, würde ich sagen, 5 bis 10 Weine am Tag. Auf die Woche hochgerechnet 60 bis 70, das ist schon sehr, sehr viel. Auch, wie soll ich das sagen? Also es gibt so viele Weine, die mich schon per se nicht mehr interessieren, weil ich schon was... Ja, weil man, ich sag mal, durch ihre Machart, durch ihr Packaging, durch viele andere Dinge. Ja, also. Ja, es gibt aber immer noch genug Wein zum Probieren. Ja, und wir selbst, also. Ja, aber ich sag mal, wie kommt einer ins Wein am Limit-Sortiment? Meistens, das dauert wirklich lange. Dann kommen die Proben, dann probieren wir. Dann wird überlegt, dann wird geguckt, passt das zu uns? Dann braucht man auch Kommunikation mit dem Winzer. Also von daher, wir gucken mittlerweile schon, wir verdichten das schon, weil ich finde, es gibt natürlich unglaublich viele gute Weingüter, aber man muss eben aufpassen, dass man sich da nicht verliert. Zeitlich. So, genau. Und jetzt kommt noch eine Frage, da habe ich mich sehr gefreut, dass sie jetzt gestellt wird, ja. Weil ich glaube, das ist... Hört sich so nach der finalen Frage an. Das ist also. Die... Boah, vielleicht haben wir noch ein, zwei danach. Sehr charmant gestellt. Ansonsten hast du die Frage sicherlich schon mal gehört in deinem Weinleben, das ja auch schon ein bisschen länger ist. Frag den Oberwallinauten noch mal, was sein heimlicher Favorite-Wappler-Tropfen ist. Zieht er sich gerne mal den aktuellen Tigi-Chigi auf oder schlabbert er lieber einen 32er Lafitte? 82er Lafitte im Mondlicht. Boah, also wenn du mich so fragst, ne? Tigi-Tigi, was ist denn das? Ich trinke eigentlich das, was kommt. Was gerade so offen ist. Also das ist eigentlich mein Schönstes und das auch über mehrere Tage. Und ja, ich glaube, man könnte jeden Tag irgendwie auch einen Lafitte trinken und so, aber das ist eigentlich, die Zeiten sind durch. Die Phase habe ich geschafft. Ich bin da nichts gegen den Lafay, aber nee, ich trinke mehr so, was so eben gerade im Schrank ist. Ja, ich bin ja so ein Schranktrinker vielleicht. Ganz ehrlich, also es gibt so viele tolle Weine und ich habe auch irgendwann gedacht,
Ich habe ja lange als Sommelier gearbeitet und wirklich mit den tollsten Weinen der Welt zu tun gehabt und mit den berühmtesten Weinen der Welt. Und deswegen bin ich auch wirklich froh für Wein am Limit und auch, dass ich diese Reise nochmal neu antreten durfte. Es gibt noch so viel dahinter und es gibt so viel anderes. Natürlich sind die Klassiker die Klassiker, aber es gibt so viele tolle Sachen. Und wir haben in der Weinbranche manchmal so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen diese sentimentale Note, immer das, was gewesen ist, wird mehr bewundert als das, was gerade ist. Aber ich interessiere mich persönlich mehr für das, was gerade ist, was gerade passiert. Wir haben so viele interessante, spannende Weinregionen auf der Welt, tolle Leute, die gerade grandiose Weine machen und die eigentlich schon die Stars von morgen sind. Also bei Ibn Sadi, glaube ich, sieht man es sehr, sehr gut. Wir sind jetzt bei Gut Oggau. Wir sehen es mit Busaco, wir sehen es mit vielen anderen Weinen, die wir auch führen. Und dafür bin ich eigentlich, also ich persönlich, trete dafür an, auch immer wieder zu gucken, links und rechts von den etablierten Namen, die ich auch toll finde, aber was soll das? Also Wein am Limit steht eben dafür, dass die Weinwelt eben viel mehr zu bieten hat, als eben nur, ja, ich sag mal, Götzenwirtschaft. Ja, es wäre ja auch langweilig, das zu machen, was alle anderen machen. Also was besonders muss es schon sein, finde ich. Also, ich hätte jetzt kein Problem, das zu machen, was alle anderen machen, aber... ich schon. Ja, okay, dann wisst ihr ja. Ist doch langweilig. Ja, das sind so die Fragen, die wir gesourced haben von euch. Vielen Dank. Es waren natürlich noch viel, viel mehr. Es haben sich aber tatsächlich interessiert die Leute doch mehr oder weniger immer ähnliche Sachen. Deswegen haben wir das so zusammengefasst. Aber du hattest ja jetzt eine ganze Weile Zeit, noch mal nachzudenken, während wir hier so sitzen und den leckeren Champagner schlabbern. Was war deine nervigste Folge? Was war deine schönste Folge? Hatte ich ja am Anfang gefragt. Was ist dir noch zurückgeblieben von den 500 Folgen? Ich kann mich noch. Wein am Limit. Ja, ich kann mich auch, wenn wir sie wahrscheinlich nirgendwo mehr haben, aber vielleicht schaffen wir es. Die erste Folge kann ich mich einfach noch sehr, sehr gut erinnern. Die sollten wir nochmal zeigen, die erste Folge. Da siehst du viel jünger aus. Also man kann, ich habe neulich mal ein paar ältere Folgen reingezogen, wo ich wirklich sehen kann, wie ich über die Jahre, es gab auch Jahre, wo man dann 3 bis 4 Kilo im Schnitt zugenommen hat. Dann gab es Jahre mit nur 1 Kilo. Wäre mal schön, wenn wir jetzt irgendwann mal wieder Folgen kommen, wo das dann auch mal in die andere Richtung geht. Nein, es waren tolle Sachen mit Hugh Johnson. Die Autofahrt wird man natürlich nicht vergessen. Durch Hamburg. Er war schon zwar ziemlich müde und auch ein bisschen genervt irgendwie von der ganzen Nummer, aber fand es dann doch irgendwie interessant. Nutzt ja nichts. Ich fand sehr schön natürlich solche Gäste wie Paula Bosch, die sehr resolut und... Stefan Attmann war auch toll. Stefan Attmann, der hat immer viel zu erzählen. Von Anfang an hat unglaublich gut erklärt, hat die Leute wirklich mitgenommen. Einer der wenigen Winzer, die das auch wirklich verstanden haben, also dieses Medium. Oder natürlich was eine ganz tolle Folge war mit Stuart Piggott natürlich, der ja auch mit seinem lustigen englischen Humor. Und dann waren so viele Sachen mit weniger bekannten Leuten aus der Branche, die einfach total viel Spaß gemacht haben. Ob das mit Gut Oggau war, die Anfänge mitzuerleben, wie man sich da so reintastet und so viele positive und gute Energie. Wir haben ja auch mal ein paar Folgen gedreht, wenn du dich erinnerst. Die Folge mit Justin war auch Justin lustig. War legendär. Der hat ja einen Song geschrieben. Justin Leone. Da habt ihr gesungen, das war toll. Genau, Justin hat noch schnell in 10 Minuten sich ein Lied kreiert. Ja, das war super. Ja. Hey, also... Nicht weinen jetzt. Komm, kriegst einen Luftballon. Jo. Aber es geht ja weiter. Es geht ja weiter. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, in welche Richtung das geht. Lasst euch überraschen. Das war nicht die letzte Sendung Wein am Limit. Also so in der Form schon, aber es geht ja trotzdem irgendwie weiter. Und nochmal ganz kurz. Ich finde eigentlich so, und deswegen haben wir uns auch entschieden, 500 ist eine gute Zahl. 499, wir haben ja Sebastian schon verabschiedet, der zwar heute auch noch mal vor der Kamera oder hinter der Kamera sitzt. Du bist bei mir, finde ich auch sehr, sehr schön. Ich bleib da. Ich gehe nicht, so wie Sebastian. Unser kleines Team. Aber ich bin doch jetzt ganz glücklich, das jetzt so für mich abschließen zu können. Praterralle, Werder Matjes, Kudamm Cowboy, auch wie das angefangen hat. Ja. Eine echte Community. Ja. Viele Leute kennen wir immer noch oder sind auch immer noch dabei von Anfang an. Persönlich bekannt. Ja. Und mit diesen Menschen irgendwie ist es dann eben doch mehr geworden. Wir haben uns noch gar nicht persönlich gesehen und trotzdem kennen wir uns und sind diesem Stück,
diese fast ja 10 Jahre sind wir gemeinsam gegangen. Und ich hatte jetzt aber zum Schluss, und auch with no regrets, aber ich hatte jetzt zum Schluss das Gefühl, wir haben eigentlich das, was wir mit Wein am Limit erzählen wollten, erzählt und auch erreicht. Und ich finde, wir können jetzt in das Next Level gehen. Und deswegen, darauf freue ich mich, aber es ist eben, ja, doch irgendwie echt schön gewesen, auch, dass ihr so gut zu uns gehalten habt. Und auch hier das Team hier um mich herum, ohne gute Leute und Menschen, die das mittragen und auch bereit sind, das alles zu ertragen, was da so täglich abgeht. So hätte das nie geklappt. Also von daher bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei... Ist doch nicht schlimm. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Treue und für... dass wir vielleicht ein ganz kleines Stückchen Weingeschichte gemacht haben. Und ja, bleibt gesund. Ne? Und wir machen auf alle Fälle weiter. Ich würde sagen, ja. Ja. Cheers. Cheers. Vielen Dank. Cheers. Auf die nächsten 500 kann man nicht sagen, aber wir sehen uns wieder in diesem Orbit, in dem Sinn. Danke dir. I don't drink water because fish fuck in it. Thank you.